hallo lieben Christian Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach. Lasst gerne ein Abo da, unterstützt meinen Kanal. 50% gucken immer so oder so 45 bis 50 ohne Abo. Das unterstützt mich aber sehr und ist ja kein Aufwand, da mal eben drauf zu drücken. Oder lasst auch ein Like da gerne oder einen Kommentar. Und wir haben heute die Frage, was ist bei mir los? Ich habe keine Lust, mit meinen Partnern zu schlafen. Von Andretschkula. Hallo Christian, in deinen YouTube-Videos kann ich leider nichts dazu finden. Weiß auch nicht, ob das so passend ist hier auf YouTube. Oh, warum nicht? Das Thema, das sich immer wieder wiederholt, ist die Frage. Also ihr könnt mir alles schicken, wenn es irgendwie, wenn es gar nicht passt. Aber ich bin auch ganz froh, mal breitere Themen zu haben. Also sendet mir einfach alles und dann gucken wir mal, ne? Ist die Frage, warum ich mich sehr schwer tue, in einer Beziehung miteinander zu schlafen. Das ist mir sehr unangenehm. Jedoch weiß ich einfach nicht, woher das kommt. Wenn es dazu kommt, ist es eigentlich sehr schön. Ist das Bindungsangst, geringer Selbstwert? Kann es aus der Kindheit kommen, weil das Thema bei uns tabu war, meine Mutter in ihrer Ehe irgendwann sehr feministisch wurde und das Ganze bei uns eher ein Tabuthema war. Ich glaube, weiß, dass es für meine Partner ein ziemliches Problem ist, aber ich würde einfach meist lieber auf Bettsport verzichten. Gibt es sogar öfter, gibt sowas öfter? Kannst du was zu den möglichen Ursachen sagen? Ja, also natürlich jetzt Glaskugel ist natürlich, ich kann jetzt nur so allgemeine Sachen dazu sagen, was mir jetzt gerade dazu einfällt. Und zwar sind 1% der Bevölkerung, sagt man, sind asexuell, ne? Also das heißt, da gibt es jetzt verschiedene, ist natürlich auch wieder, ist ja gerade so Trend, dass man 1000 Begriffe dafür findet, weil ja, ja natürlich ist jetzt ein Unterschied, ob man sich das gar nicht vorstellen kann oder ob man, gibt auch so demisexuell, also dass man da so, ja, also soll ich mal sagen, dass man da nicht so richtig weiß, bin ich jetzt, ein bisschen interessiere ich mich schon dafür, aber so richtig eigentlich auch nicht. Und oder es kann auch schwanken. Aber das könnte durchaus sein, dass das hier in die Richtung geht. Also könnte ich mir durchaus vorstellen. Und also, dass das jetzt auf diese, ich habe es kurz verloren hier, die Mail. Warte mal. Ups, jetzt habe ich mich hier komplett weggedrückt. Bin sofort wieder dran. So, da ist sie. Also, dass das jetzt also mit deiner Mutter oder so zusammen, also kann ich jetzt nicht ausschließen, aber glaube ich eigentlich nicht, weil es gibt, weiß nicht, es gibt, also wer ist schon mit einer völlig gesunden Familie aufgewachsen und man kann, sicherlich kann das auf Sexualität einwirken, aber das ist dann, weiß ich nicht, das kann man glaube ich jetzt nicht so eins zu eins sagen und vielleicht ist man dann verklemmt oder verhuscht oder hat Schwierigkeiten mit irgendwas, aber dass man so gar keine Lust drauf hat, kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen. Also es gibt, auch wenn das jetzt auf dich zutreffen würde, dieses Asexuelle oder Demisexuelle, gibt es keine, also mein Stand, dass es da keine bekannten Ursachen für gibt und dass das, ja, angeboren ist, normale Variation, also nichts Unnormales. Und es gibt einfach, wie gesagt, 1% der Menschen, bei denen ist das so. Und dann, ja, geht es darum, entweder, klar, kannst du trotzdem, du bist ja nicht aromantisch, das gibt es ja auch noch, also du möchtest ja schon einen Partner haben. Und dann gibt es halt jemanden zu finden, der entweder genauso tickt, oder ich weiß, dass für manche Asexuelle, die machen dann so ein Arrangement, dass man sagt, ja, okay, du kannst, wir haben zwar eine Beziehung, aber du kannst woanders Sexualität leben. Muss man halt gucken, wie man das passend kriegt, aber gibt ja auch andere Menschen, denen das einfach nicht so wichtig ist, so, ne? Und vielleicht gibt es da auch Kompromisse, so, weil du sagst, du bist ja auch nicht komplett dagegen, so. Das könnte halt sein. Ansonsten kann ich es aus dieser, was ich eigentlich mal gut finde, aber kurzen Mail kann ich jetzt, wäre jetzt Kaffeesatzleserei, ob es da trotzdem noch weitere Themen gibt. Aber du, wenn ich das richtig sehe, bindest du dich ja, das wird so ein bisschen gegen Bindungsangst sprechen. Und die meisten, die Bindungsangst haben, die
Das kann zwar sein, dass sie dann im Laufe der Beziehung keine Lust auf Bettsport mehr haben, aber dass sie hätten dann durchaus Lust auf Bettsport mit jemand anders. Oder sind einfach insgesamt Sexualität mit sich selber interessiert oder können sich dann auch wieder schnell neu verlieben, wenn halt keine Bindung da ist. Also das ist ja hier alles nicht der Fall. Von daher, ja, würde ich das einfach erstmal so, ich meine, du kannst ja auch mal mit einem Mediziner drüber sprechen sonst, aber ja, gibt es durchaus und ist nichts Unnormales. Haben sogar eine eigene Flagge, ne, in dem LGBTQ und so weiter. In diesem Sinne, hoffe, konnten Impuls geben und wir sehen uns bald wieder.